Jerusalem, die geheiligte Stadt, das geheiligte Land, das nach dem ersten Kreuzzug erobert wurde und nun in den Händen von einem schicksalsgeplagten Mensch liegt, nämlich Balduin, den Aussätzigen, der mit der schlimmsten Krankheit versehen ist, die es in diesen Zeiten wohl gab. Von allen Seiten umringt, von muslimischen Feinden, allen voran den großen Eroberer Saladin, der es auf Jerusalem und das Königreich der Christen abgesehen hat, muss sich Balduin behaupten und älter werden als die 24 Jahre, die er wirklich geworden ist. Außerdem wollen wir, dass Balduin ein Kind bekommt, was eigentlich so gut wie unmöglich ist mit Lepra, wir aber mit den Mechaniken in diesem Spiel schaffen können und wollen. Und wir wollen das Königreich Jerusalem zum Kaiserreich Otremer ausbauen, sodass die Christen ihre wahre Heimat hier als Kreuzfahrerstaat erringen können. Und damit willkommen in Jerusalem. Und unser Balduin, naja, er ist jung, er ist 17 Jahre alt, aber ihr könnt es hier sehen. Seine Gesundheit ist schlecht. Das kann man sich irgendwo beheben, aber es gibt ein paar Probleme, die sich mit diesem ekligen Trait Aussätziger, also Leprakrankheit, ja, mit einhergehen. Denn wir sind minus 95% fruchtbar, was es extrem schwer macht, ein Kind zu bekommen. Wir sind natürlich so gut wie tot. Wir haben einen riesigen Schreckensverlust und haben eine allgemeine Meinung weniger. Aber es, das wäre ja noch alles irgendwo erträglich. Wir kennen Crusader Kings 3. Das große Problem ergibt sich dadurch, wenn wir einmal unsere Heiratsmöglichkeit ansehen. Wir sind eben ja, aussätzig. Das heißt, niemand will sich mit uns verbünden. Ihr könnt auch eine Prachthochzeit machen und ihr seht, dann habt ihr auch deutlich mehr Möglichkeiten. Es ergibt natürlich nicht sehr viel Sinn, mit der 45-Jährigen anzugehen, wenn wir noch ein Kind bekommen wollen, denn ihr seht, ihr entfällt dann die Fruchtbarkeit. Das wäre zu riskant, ist natürlich sehr verführerisch. Kann ich auch verstehen, wenn ihr das erste machen wollt, um eben Saladin zurückzuschlagen. Denn, wenn wir noch einmal schauen, unsere Truppen liegen bei 3800, was natürlich schon gar nicht schlecht ist. Aber wenn wir jetzt vergleichen mit Saladin, der 9300 Truppen hat, den Eroberer-Trade hat, der Mujahed, also Streiter des Glaubens, ist und gescheit, ja, dann sehen unsere Chancen dann doch nicht mehr so gut aus. Aber alle Hoffnung ist nicht verloren, denn wir haben zwei Geschwister. Eben die Person, die ihr als vorgeschlagene Person für Jerusalem spielen könnt, macht euch nichts vor, die ist genauso schlimm wie der hier, außer dass er halt noch aussätzig ist, damit halt so gut wie keine Chance hat zu überleben. Ihr seid noch immer in Jerusalem gefangen zwischen all diesen Muslimen und gerade eben Saladin, der euch nicht gerade gut gesonnen ist. Aber ihr habt eine zweite Schwester. Und diese kleine Schwester, Prinzessin Isabelle von Anjou, könnt ihr schön verheiraten und zwar mit dem Herrn Todor, den ich euch schon mal gezeigt habe. Er hat 10.000 Sondertruppen. Problem dabei ist, kann mir auch vorstellen, dass er nicht in den Krieg eingreift, wenn ich jetzt Saladin angreife, weil er vielleicht selber irgendwie jetzt geschichtlich gespawnt wird und da einen Krieg führt. Aber es ist natürlich das Beste, was wir kriegen können. Von daher, das ist schon ziemlich lecker. Nehmen wir auf jeden Fall diese Hochzeit mit an. Und wenn es nur verhindert, dass Saladin uns in den ersten Jahrzehnten angreift. Ansonsten, Geld, gut, ist ganz nett. Wir sind aber auch schon 1178, nicht vergessen. Und alle anderen Werte sind auch vollkommen in Ordnung. Das ist schon ein großer Vorteil. Wir können uns halt selber nur nicht so besonders verheiraten. Wobei uns eigentlich sogar so ein Transjordan-Bündnis reichen würde, wenn es nicht unsere Vasallen wäre. Denn die Vasallen hilft uns nicht wirklich viel. Deswegen wäre es wichtiger, jemanden lüstern zu nehmen und vielleicht noch mit fruchtbar, um uns möglichst viel, naja, ihr wisst schon, Knickknack zu erlauben, damit wir auch vielleicht eine Chance haben, ein Kind zu bekommen. Tja, fruchtbar gibt es leider niemanden. Das ist sehr traurig, also kein krasses Knickknack für ihn. Macht es natürlich etwas schwieriger, das heißt, wir schauen einmal nach Lüstern. Ah, die lüsternen Damen. Willkommen, willkommen. Hallo da. Kommt nur näher, schaut euch meine wunderbare Gestalt an mit dieser entstellten Maske und der Bewegungsunfähigkeit. Aber ich kann euch sagen, ein Ding von mir kann sich noch immer... Dementsprechend seid ihr willkommen hier an meinem Hofe und wir können uns eine aussuchen. Wir sollten eine nicht zu alte nehmen. Einerseits, es ist eh egal. Wir müssen daran denken, wir sind katholisch. Das heißt, wir sollten nicht irgendetwas nehmen, was uns wirklich ein Klotz am Bein ist, sondern etwas, was uns wirklich einen Vorteil bringt. Robust ist ziemlich gut für unsere Kinder, das erklärt sich selber, aber 26 Jahre ist die Chance natürlich geringer. Andererseits, unser niedrigstes Alter ist 22. Von daher, ich glaube, ich riskiere es beim ersten Playthrough. Ich hoffe, dass es das einzige ist, aber riskiere es einfach mal, dass wir sie hier nehmen. Die gute, ich spreche es nicht aus, Namen, Oberhäuptling, aber unsere Legitimität wird natürlich einen harten Schlag davon erhalten. Das Ganze wird natürlich eine Prachthochzeit, denn wer mag nicht so richtig schön abfeiern, wenn es darum geht, deine geliebte Frau zu heiraten? Das ist da wohl klar. Ihr kennt euren Omni, da lasse ich mich nicht lumpen. Vor allen Dingen ist aber auch die Chance höher, dass ihr vielleicht ein Kind bekommt. Ist allerdings so gut wie unmöglich, unabhängig davon. Egal, hauen wir rein. Sonst über Tinder können wir natürlich unsere Damen verkaufen, die am Hof sind. Aber ihr merkt schon ein Problem. Wir haben kaum Reichweite. Wir haben halt nur die Reichweite zu den Gebieten, die direkt neben uns liegen. Und das sind halt, wie ihr sehen könnt, erbärmliche Werte. Sie sollten sich wirklich schämen hier. How dare
Deswegen können wir ja nicht irgendwelche großartigen Buffs für unseren Hof holen. Ein bisschen Diplomatie wäre möglich, alles andere ist nicht drin. Und das zeigt halt nochmal, warum dieser Start schwieriger ist. Trudor kann uns halt das Spiel ein bisschen retten, aber wir brauchen eigentlich auch diplomatische Reichweite. Aber bevor wir darüber nachdenken, geht es noch immer weiter mit den Liebesdingen. Wir sind halt bei Tinder und wir müssen unsere Liebste finden. Und ja, ich würde gerne auf Kriegsführung gehen oder Verwaltung oder Bildung wegen Leben. Kriegsführung halt, um Saladin zu besiegen. Aber wir müssen Ränkespiel nehmen. Warum? Ja, ganz einfach. Ihr braucht Fruchtbarkeit plus 20%. Schwerpunkt auf Versuchung. Wir brauchen diese 20%. Wir müssen unsere Frau verführen und wir müssen wie das Unkraut im Garten nehmen. Dann haben wir 50% mehr Fruchtbarkeit und damit könnt ihr diesen Buff von minus 95% so weit runterbringen, dass ihr eine Chance, wichtig, eine Chance habt, ein Kind zu bekommen. Trotzdem kann das jetzt jederzeit passieren, dass Balduin stirbt. Es kann also direkt vorbei sein. Um unsere Chance zu erhöhen, müssen wir außerdem noch etwas Grausames tun, nämlich unserer Erben Titel wegnehmen, genauso wie allen anderen Personen eigentlich hier. Wir haben 2 von 6 Domains und das sollten wir auf keinen Fall so behalten. Wir brauchen mehr Truppen, wir brauchen mehr Macht, wir brauchen mehr Geld, wir brauchen mehr alles. Das könnt ihr euch ja denken. Und deswegen werden wir denen alles abnehmen, was wir kriegen können. Und wenn es halt einen verfluchten Bürgerkrieg kostet, es ist mir relativ egal. Wir müssen schauen, dass wir diesen Leuten alles abnehmen, was wir kriegen können. Und Legitimität ist sowieso schon am Boden durch diese Hochzeit. Von daher ist es gar nicht so schlimm. Wenn ihr mal durchzählt, wir sind hier fast bei 6, wenn wir alles halten. Wir haben außerdem noch 2 Kriegerorden. Das sieht man hier an diesen Städten. Ich dachte schon, wir haben 4. Nope. Das sind einfach nur sehr, 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 sehr schwache Tempelritter. Mit 1000 Truppen jeweils 700 aufgeboten. Also das ist ja wirklich erbärmlich, was die Kreuzritter hier mitgebracht haben. Fangen wir erstmal bei unserer lieben Tochter an, denn die gibt uns alles ab, ohne dass wir großartig drüber nachdenken müssen. Das ist natürlich nicht sehr nett, das ist mir durchaus bewusst, aber ganz ehrlich, wen interessiert's? They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it, because they would never understand. Gibst uns einfach so alles, würde ich sagen. Oder du erklärst uns den Krieg und wir müssen dich leider zusammenstampfen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Gesagt, getan. Wir hauen unsere Tochter auf den Maul, das ist klar. Dann können wir sie gleich auch nochmal verheiraten, was gar nicht so schlecht ist. Denn damit gewinnen wir auch noch den Vorteil, dass wir sie verheiraten können, ein neues Bündnis bringen können. Denn ich befürchte halt, wie gesagt, dass Trudor irgendwann diesen Krieg erklären wird und dass die 10.000 dann doch nur eher Illusionen sind. Vielleicht soll er die ein paar Jahre abhalten. Ach, und während wir unsere Tochter verprügeln, schaut euch diese Liebenden an. Dieser Blick nicht, naja, völlig stoned. Smoke weed every day. Und diese Maske nicht, naja, aussätzig. Eine wunderbare Liebe, rein und vollkommen. Von daher, ich will. Okay, es ist wieder mal Streamers Luck. Trudor hat innerhalb von, keine Ahnung, einer Sekunde Provinz Philopolis vor sich erobert. Hat keine Truppe verloren. Hat 15.000 Sondertruppen und noch alles andere. Okay. Zum Nachspielen macht das auch und habt Glück und gewinnt. Ja, läuft. Oh Scheiße, habe ich gesagt, das läuft? Oh oh. Saladin ist schon da und Saladin hat statt 10.000 einfach mal 20.000 Truppen. Was zum Teufel ist hier los? Wo kommen diese 20.000 verfluchten Truppen her? Ach du Scheiße, das ging auch wirklich rasant. Ja, Saladin hat Bock. Und wir sind doch mal im Krieg mit unseren Vasallen. Ich meine, also mit unserer Tochter. Aber ich glaube, wir haben eine Chance. Aber ihr seht schon, Trudor ist da. Das ist wichtig. Ohne Trudor wäre das eigentlich gar nicht möglich. Und jetzt schauen wir mal, ob wir Saladin besiegen können. Momentan sieht es noch so aus, wenn er seine Truppen gesplittet hätte. Was natürlich für uns ein absolutes Träumchen wäre. Vor allem, nee, das sind unsere Vasallentruppen. Ich dachte schon, hä? Aber wir können die 10.000 wahrscheinlich doch durchaus besiegen. Warum nicht? Also drauf da, schnell, bevor noch irgendwie die 19.000, woher sie auch immer kommen. Oder Trudor sich erschließt, noch irgendeinen Krieg zu führen. Bei Trudor halt als Nicht-Wanderer, glaube ich, das nicht mehr so tun wird, so schnell. Aber wir werden es versuchen müssen, dass wir da angreifen. Andererseits ergreift gerade unsere Vasallen. Was machen wir gerade eigentlich hier? Ich glaube, wir tanzen gerade den Tanz der Liebe. Wir können ja einmal unsere Truppen, diese Abtruppen abfangen. Ja, das ist perfekt. Okay, gut. Damit haben wir eigentlich, glaube ich, gewonnen. Wir werden diese 3.000 abfangen. Es ist ein 13er Befehlshaber. Wir haben einen 27er und ein Todor kommt noch mit nochmal 10.000. Wir haben 23.000 Truppen. Was zum Teufel? Also das ist ja komplett broken. Ja, Saladin, ich glaube, das wird leider nichts mit deinem Eroberer-Trade. Auch wenn, oh, jetzt er auch mit 25er da ist, aber es ist zu spät. Er ist ja reingeplätschert und das wird ihn auf keinen Fall in irgendetwas, in irgendeiner Weise helfen. Drauf da, schlagt sie zu Moose. Jawohl, und wie viel Prozent kriegen wir dadurch? Frage ist, ja, 28. Wir könnten jetzt vielleicht sogar einen weißen Frieden erzwingen. Nope, das will er nicht. Aber wir können einfach in die Gegenoffensive gehen. Müsst ihr jetzt aufpassen, er ist ein großer Eroberer. Das heißt, er kann unendlich Truppen ballern, ohne Gnade. Unser anderer Krieg ist automatisch beendet, eben weil wir das Gebiet halten. Damit können wir auch ohne Probleme die Titel aberkennen von unserer Tochter. Tut mir echt leid, meine Tochter, aber im Endeffekt auch irgendwie nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist nicht so schlimm. Ja, also, das ist ein notwendiges Übel. Gute ist halt, ich kann euch rekrutieren, abschwören lassen und
ein Druckmittel gegen euch kriegen und damit hoffentlich noch eine Hochzeit zusammenbekommen. Juhu! Oh, ein schönes Bündnis von 4000 Truppen, das nehmen wir mit. Das ist doch gar nicht schlecht und das konnten wir vorher nicht machen. Damit ist Sibylla sogar noch nützlich geworden. Herzlichen Glückwunsch. Ein paar Kämpfe später und eine Belagerung später. Naja, und dann habe ich leider einen schlechten Kampf genommen. Können wir den Weißen Frieden erklären? Das reicht uns erstmal. Bevor der Krieg da aus ist. Ja, okay. Denn Toto hat sich leider irgendwie in den Tod gestürzt und hat auch noch einen weiteren Krieg. Das heißt, wir müssen natürlich nehmen, was wir kriegen können und damit bleibt es erstmal Weißen Frieden. Ist okay, wir haben zumindest Saladin für eine Weile, 5 Jahre lang, abgeschreckt. Das hilft schon mal. Übrigens, wir konnten unsere Frau nicht verlieben oder uns in sie verlieben. Die scheint ziemlich, unleidlich zu sein. Wir müssen versuchen, irgendwie unsere vielleicht doch eine Scheidung anzunehmen. Sonst wird das schwierig. Wir sind schon 20 Jahre und halt noch immer lepraerkrankt. Wir brauchen ein Kind, verdammte Axt. Sonst wird das einfach nichts mehr. Auch wenn wir hier authentisch wie möglich spielen wollen, müssen wir eine Entscheidung nehmen, und zwar die Kultur hier annehmen. Wir können erstmal gucken, ob uns das nicht irgendwelche Probleme mit dem Kreuzfahrerstaaten bringt. Nö, wir müssen einfach nur die Region kontrollieren, müssen Königreich haben und Legendengestalt sein. Also alles andere ist egal. Dementsprechend werden wir maschrikisch. Das hat einfach einen ganz einfachen Vorteil, dass wir Mubarizun anheuern können. Wir sind Trockengebietsbewohner, was uns eben Vorteil in unserem Gebiet gibt. Und haben ja einige coole Trades. Französisch dagegen ziemlich, lame, wenn ihr mal hier schaut. Da sind wir mit Maschrikisch wesentlich besser dran. Von daher. Joink. Was ist denn hier passiert? Ah, Balduin, pack die Maske richtig an. Das sieht ja aus, wenn dein Gehirn rausplatzen würde. Ist ja widerlich, ey. Ganz ehrlich. Oh, klar, dass er kein Kind kriegt. Ey, da will ich aber auch nicht mehr wirklich draufsteigen. Ich meine natürlich Liebe machen wollen. Guckt euch das an. Was ist das denn bitte? Wir probieren unser Glück gegen Saladin. Er hat mich in den Krieg mit Makurin angefangen, unserem Verbündeten. Wir haben noch mal Toda. Wir sollten Toda so lange ausnutzen, wie wir können. Von daher hauen wir Toda direkt mit rein. Und hoffen, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ich habe upgraded. Eine ganz wichtige Sache, die ich noch nicht erzählt habe. Was sind eigentlich unsere Konter? Ihr solltet richtig viel auf Armorschützen gehen. Ich habe auch deswegen die Kultur geändert, weil wir einfach mehr Größe haben können für unsere Armorschützen. Und wir haben jetzt schon 2 Stacks Armorschützen auf 14er Größe. Wir haben auch die Auszeichnung dafür geholt, damit wir auch wirklich viel Schaden machen können. Denn wenn wir mal gucken. Er hat eigentlich so gut wie nur Mubarizun. Er hat jetzt ein bisschen Reiterei noch hinzugefügt, okay. Aber an sich hat er 1200 Mubarizun. Das heißt, schweres Fußvolk, auf keinen Fall, habe ich auch aufgelöst. Aber eben Armbrustschützen, denn Armbrustschützen sind eben sehr stark gegen schweres Fußvolk, schwere Reiterei und Reiterschützen. Und damit countern wir einen eigentlich perfekt. Und damit haben wir auch unsere Truppen so auf 8000 gebracht. Plus halt Toda dabei. Sollte möglich sein, dass wir hier einen Fortschritt machen. Wir holen uns erstmal Damaskus. Ich kann noch kein Königreich erobern. Aber Damaskus an sich wäre schon mal super stark, weil es eben 44 Entwicklung hat und damit eins der besten Gebiete ist, die es hier in der Gegend gibt. Ihr seht, Jerusalem selber ist nur bei 34. Oh, Saladin ist ein bisschen selbstmörderisch. Wenn er diese Truppen alle sieht, diese 13.000 plus unsere 7.000 mit 2.500 Armbrustschützen, ist nicht, was ihn verleitet, uns anzugreifen. Ich hätte noch gern so einen schönen Glaubenskrieger, aber wie gesagt, unser Hof ist nicht so fähig, viele Leute anzuwerben. Sollte aber trotzdem locker reichen, ihn auch mit diesen Truppen komplett aus dem Leben zu vernödeln. Ich weiß auch nicht, warum der jetzt noch ein Gebiet weitergegangen ist. Ihr seht, es ist plus 40%, das heißt 400% mehr Schaden. Ich weiß nicht, was ihn da geritten hat. Es kann sogar sein, dass wir ihn hier jetzt komplett stack wipen. Und ja. Und das war's eigentlich mit Saladin. Nach 4000 Truppen wird jetzt gegen unseren Verbündeten verlieren, was sehr gut ist, denn auch unser Verbündeter soll stark bleiben, um ihn von unten unter Druck auszuüben. Wir wollen nämlich die Gebiete hier erobern, denn das hier ungefähr ist das Ortremer-Reich. Das können wir hier auch in der Entscheidung sehen. Da brauchen wir Ortremer, all diese Gebiete hier. Das heißt, das ist natürlich ein perfekter Anfang. Wenn Makurin von unten draufstößt, wir hier reinstoßen, wäre das ein idealer Fall. Wir sind jetzt schon bei 70% und haben eigentlich noch gar nichts gemacht. Bei der letzten schönen Belagerung konnten wir den Krieg also direkt beenden. Damaskus fällt. Und damit unser erster Sieg gegen Saladin. Und das sollte ihn auch, wenn wir Glück haben, irgendwann diesen Erober-Trade wegnehmen, wenn er zu viel verliert. Aber zumindest haben wir ihn ordentlich gedemütigt. Und ganz ehrlich, das reicht mir eigentlich schon. Die Truppenzahl ist minimal geworden. Hat überhaupt keine Chance gegen uns. Und ihr seht, Jerusalem ist größer als jemals zuvor. Das ist ein super Anfang und jetzt können wir eigentlich richtig schön snowballen, hoffe ich zumindest. Und damit haben wir auch schon den Erfolg. Kingdom of Heaven. Wir haben Saladin in einem Krieg besiegt und damit auch schon den Erfolg, der mit Balduin möglich ist, geschafft. Also im Prinzip haben wir schon mal das, was das DLC von uns erreichen will. Eben mit Truders Hilfe, aber auch mit den krassen Armorschützen. Ihr habt gesehen, wir haben diese 4000 Warns als Stack-Wipe. Einfach, weil wir so einen krassen Vorteil hatten. Muss auch sagen, Saladin ist auch ziemlich selbstsicher in den Tod gelaufen. Aber das soll uns ja nicht stören. Damit haben wir einen der schwereren Erfolge, die man kriegen kann. Aber ich will noch ein Kind bekommen. Und das Problem ist, unsere Liebesdinge klappen nicht. Obwohl wir halt eigentlich ja die Ritterlichkeit hatten. Gut, die haben wir jetzt ja nicht mehr. Das ist vielleicht das Problem. Ich hätte vielleicht die Ritterlichkeit behalten. Sollen. Ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen. Boah, dieses Gehirn da oben macht mich völlig fertig. Aber ich versuche es natürlich weiterhin. Nach vielen Fehlversuchen, nach vielen Jahren haben wir es endlich geschafft, irgendjemanden, wirklich einfach nur irgendjemanden zu verführen. Um vielleicht endlich ein Kind zu bekommen. Es war absoluter Wahnsinn. Wie wird unsere Affäre...
Und jetzt direkt, nachdem wir es geklickt haben, wird unsere Affäre aufgedeckt. Was zum Teufel? Nein, ich werde sie nicht. Ich werde sie für immer behalten. Ihr könnt mich mal, ey. Und hier merkt ihr die Stärke eines Eroberers. Schaut euch das an. Wir haben ihn jetzt schon dreimal besiegt. Einmal mit unserem Verbündeten. Zweimal alleine. Oder, ja gut, mit Todor halt. Aber er hat schon wieder 20.000 Truppen und hat uns sofort wieder den Krieg erklärt. Während ich hier gerade so einen, naja, nicht ganz so netten Vasallen zurechtweisen wollte, kommt er jetzt schon wieder mit 20.000 Truppen an. Dieser Typ ist komplett wahnsinnig. Und ja, wie gesagt, das werden wir jetzt konstant weiter haben. Ich zeige euch jetzt noch einmal. Und danach zeige ich eigentlich nur, wenn wir so ein bisschen Fortschritt haben. Sobald Todor stirbt, sind wir gegessen. Oder sobald er keine Sondertruppen mehr hat, ist alles vorbei. Oh, mit Glück, dass er wieder seine Truppen gespalten hat, können wir ihn besser hauen. Und ihr seht, es wird wesentlich knapper. Es wird langsam echt heftig. Wir haben 50%. Wir können theoretisch einen weißen Frieden anbieten. Wird uns das reichen? Ich glaube sogar nicht. Oh, Schwein gehabt. Im zweiten Kampf konnten wir ihn auf 100% bringen. Haben wir ihn gefangen genommen? Nö. Wir können einfach 100% gewonnene Schlacht machen. Sehr gut. Vielleicht wegen diesem Religionskrieg. Schwein gehabt. Joink. Dann haben wir schon wieder einen Krieg gewonnen gegen ihn. Und so blöder Vasall ist noch immer nicht fertig. Aber ihr seht, wir sind noch lange nicht durch. Und er hat einfach noch kein Kind. Ich habe jetzt zwei Affären. Ich habe noch kein Kind. Gut, das, die eine Affäre ist auch 40. Aber Halleluja, wir müssen irgendwo ein Kind bekommen. Sonst müssen wir mit Sibylla weiterspielen, wo ich eigentlich keine Lust drauf habe. Im schlimmsten Fall werden wir da nicht drüber rumkommen. Leute, ich habe nicht gedacht, dass es noch passiert. Wir haben es geschafft. Sie ist 40 Jahre. Wir haben unseren verfluchten Keuschen, habe ich noch ganz vergessen, lepriösen, ekelhaften, mit Gehirn aus dem Gesicht schmalzenden Balduin endlich dazu bringen können. Im Bett volle Leistung zu bringen und damit ein Kind zu zeugen. Bitte, stirb nicht. Bitte, bitte. Das ist das Einzige, was ich noch habe. Wenn wir uns hier konstant diesen verfluchten Balduin, Saladin, entgegensetzen, was absolute Horror ist. Er hat halt immer 23.000. Wir sind konstant unter Druck. Wir müssen schauen, dass wir dringend einen Nachfolger haben, dringend uns ausbreiten. Und wir haben auch noch ein bisschen was von ihm zurückgenommen. Wir müssen Todor so lange schröpfen, wie er lebt. Er ist zum Glück noch jung, aber endlich. Das Kind muss überleben. Bitte. Und da ist er. Wunderschön und sogar robust. Prinz Radi, also werden wir ihn natürlich nicht nennen, aber Halleluja, ist das schön. Wir haben es geschafft. Wir haben einen lepriösen, keuschen Menschen über -100% Fruchtbarkeit dazu gekriegt, ein Kind zu bekommen. Und es hat so lange gedauert. Ich habe nichts durch die Affären gehabt. Ich hoffe, wir kriegen noch ein zweites, aber naja, die Affären sind auch schon wieder viel zu alt. Eine ist schon weg. Wir müssen dieses Kind am Leben halten, sagen wir es mal so. Auch wenn hier konstant Krankheiten da sind, welche ich leider noch angelassen habe, müssen dieses Kind durchbringen. Es ist entschieden. Deus vult, Gott will es so. Wir sollen Jerusalem führen. Und deswegen ist Prinz Balduin der Große hier und wird von uns beschützt werden. Für alles. Gegen alles. Gegen diese tausend Seuchen. Gegen Saladin. Gegen jeden. Es ist Gottes Wille, dass wir Jerusalem erobern und ausbreiten. Jetzt geht's nur noch darum, Saladin in die Schranken zu verweisen, der immer mehr Truppen hat. Alter. Und das Reich der Kreuzfahrer zu gründen. So, nichts gilt mehr, Leute. Jetzt, wo unser Großer geboren ist, müssen angreifen. Er greift gerade die Zahns an und kriegt gleich einfach ein verfluchtes Königreich. Deswegen müssen wir ihn jetzt da treffen, wo es am meisten wehtut. Auch wenn es fürs Kaiserreich, also Kreuzfahrerstaaten, nicht so wichtig ist, werden wir ihn zuerst Ägypten abnehmen. Denn das ist ein Kern der Macht. Wenn das weghaben, sollten wir ihn ein bisschen schöpfen können. Das wird trotzdem extrem schwer. Naja. Gucken wir mal, was funktioniert. Brutale Schlachten mit dem Kreuzzug nebenbei, Bauernaufstand, alles. Das ist komplettes, pures Chaos und ich liebe es. Und dafür lieben wir das Spiel. Ich weiß gar nicht, was hier gerade passiert. Wir müssen eigentlich auch die Bauern hier hinten aufhalten, sonst verlieren wir das ganze Gebiet. Ich weiß aber auch nicht, wo die Bauern gerade sind. Ich glaube, sie sind hier. Oh ja, sie sind auf einmal nach zum Norden gekommen. Das ist wirklich kompletter Wahnsinn. Die ganzen kleinen Kreuzfahrer eigentlich in Armeen greifen uns an und lassen sich komplett aufreiben. Oh Mann, ich liebe es. Nach noch weiteren blutrünstigen Schlachten haben wir zwei Sachen geschafft. Erstens, wir haben ihn ziemlich zerfetzt. Zweitens, er ist ja KI, also greift ja immer den menschlichen Spieler an. Bedeutet, er hat seinen Krieg nicht beenden können und damit das Königreich nicht bekommen, was sehr wichtig ist, damit er nicht noch stärker wird. Und drittens, es ist noch immer pures Chaos. Aber ja, wir können jetzt ihn hoffentlich endgültig vernichten, indem wir hier nochmal den Trupp angreifen, der sich hier rein verirrt hat. Was natürlich perfekt wäre, wenn wir ihn dann auslöschen könnten. Leider kriegen wir da nicht so einen guten Bonus wie bei uns im Heimatland. Da hat er sich auch immer hinbegeben. Also absoluter Fail. Warum tut er das? Ich weiß es nicht. Er soll uns aber auch egal sein. Wir haben auf jeden Fall damit eigentlich alles gebrochen. Wir müssen nur gucken, ob wir das Ganze noch nach Hause tragen können. Denn er regeneriert natürlich auch so schnell Truppen. Das ist halt nicht menschlich. Damit haben wir es geschafft. Wir haben wunderbarerweise, ich weiß gar nicht, im vierten Krieg, ey, ehrlich gesagt, Joink. Gewonnen, wie auch immer. Oh. Und damit haben wir eigentlich ihn gebrochen. 36 von 7, ihr könnt es sehen. Das sind ein paar viele Besitztümer, die wir bekommen haben und die wir jetzt vergeben werden müssen.
Aber damit haben wir ihnen halt so viel Macht genommen, die er dringend loswerden musste. Er wird wahrscheinlich trotzdem das Königreich bekommen. Wird schwierig für Byzanz, auch wenn die eigentlich genug Truppen haben. Aber sei es denn, wir haben den ersten Schritt gemacht, das Ganze hier zu beschließen. Wir müssen jetzt noch Arabien erobern und den ganzen Plumpatsch hier oben. Ach, Saladin, wie die Mächtigen fallen, wenn sie sich mit Balduin den Lepperkönig anlegen. Er ist kein Eroberer mehr. Damit wird er untergehen. Er hat minus 200 Gold. Mit diesem Kriegsfall wird er das niemals halten können, mit seinen restlichen, kläglichen Gebieten. Und auch sein Krieg wird nicht, wahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen, nicht glücklich enden. Denn er kann das eigentlich nicht mehr aufrechterhalten. Ihr seht es, sobald ein Eroberer viel zerstört wird, also besiegt wird und kein Land mehr erobert, kriegt er sofort den Trade abgenommen. Müsst ihr also selber dran denken, wenn ihr den Trade habt. Auch wenn das hier Saladin der Große ist, ist komplett egal. Wir haben ihn so vernichtet, dass der Eroberer kein wirklicher Eroberer mehr ist und damit halt degradiert worden ist. Ja, und wir sehen noch immer, dass Gott es wirklich will, denn Balduin der Große ist erwachsen geworden und hat sehr gute Traits, vor allem wenn es um Leben geht. Robust mit mittlerem Bonus, athletisch mit kleinem Bonus und maßvoll mit kleinem Bonus, plus fleißig und tapfer. Warum auch immer er umstritten abschwang hat, keine Ahnung. Das ist nicht so gut. Und Verwaltungshöfling, was ihn zu einem sehr guten Charakter macht für unsere Nachfolge. Unser Balduin lebt noch immer, was ich ziemlich krass finde, mit 48 und schlechter Gesundheit. Er ist eben auch athletisch geworden durch einen Zusammenbruch, was ich auch sehr cool finde. Aber hält sich noch immer tapfer und wir sind auch schon in der Eroberung sehr viel weiter. Ja, Saladin ist nicht mehr und auch seine Nachfolger sind nicht schwach, aber sind eigentlich nicht mehr wirklich wichtig. Einzig, was auf uns zukommt, ist das Ghurid-Reich und das Mongolische Reich, die wahrscheinlich auch zusammen sich mal irgendwie auf die Mütze geben werden. Und sonst müssen wir nur die Gebiete einnehmen und dann sind wir eigentlich durch. Und plötzlich ist es geschehen, 3 Jahre weiter. Balduin hat das zeitlich gesegnet. Am Ende ist er gebrechlich geworden, hat sehr viel erobert und jetzt besteigt Balduin der Große mit 19 Jahren den Thron. Und ich glaube, damit sollten wir, wenn nicht irgendwie die Fraktion komplett amok laufen, das Ganze in ruhige Gewässer zu einem wunderbaren Kreuzfahrerstaat, auch wenn der nicht sehr kreuzfahrerstaatlich aussieht, zu Ende bringen. 11 Jahre später und Balduin der Große hat Jerusalem zu etwas geformt, was größer, was mächtiger ist als das es jemals war. Ein mächtiges Reich, das dem wahren heiligen Land der Katholiken wieder einen Ort und eine Sicherheit geben kann. Denn wir haben es geschafft, Saladin Wehr ist von der Geschichte vergessen worden und wird nie wieder erwähnt werden in den Äonen, die sich da noch ergeben werden. Komplett ausgerottet, gestorben, alleine irgendwo in der arabischen Wüste, haben wir es geschafft, Balduins Vermächtnis, Balduin dem Aussätzigen seine Krone, seine Krone zu erstreiten. Wir brauchen nur ganz wenige Gebiete und wir können es schaffen, das Großreich Entremer über dem Meer, weit weg von den katholischen Heimatländern, ein Kaiserreich, ein Kreuzfahrten-Kaiserreich zu gründen. Und ihr seht, was für Werte wir haben. Wir sind unbesiegt. Mit diesem Geld, diesen Truppen, niemand kann uns etwas antun. Wir haben 10 von 10 Holdings, die derart gebufft sind, dass niemand es wagt, sich mit uns anzulegen. Kein Byzanz, kein Rum. Und ja gut, die Seldschuken sind eher auseinandergefallen. Nur noch die Ghuriden sind als Eroberer vorhanden. Alles andere wurde vernichtet. Wieder einige Jahre später und zwar schon so, wann waren es? 18 Jahre später haben wir es geschafft. Guckt euch dieses Reich an. Wir haben einen neuen Kreuzzug gewonnen, konnten damit hier den Bereich Oman und so weiter einnehmen. Mit jedem noch einen Königreichskrieg. Und das ist Jerusalem, meine Freunde. Das ist es. Schaut es euch an. Wie wunderschön und geeint. Das ist ein wahres, vollkommenes Jerusalem. Und wir können jetzt endlich den Erfolg nehmen. Das Großreich der Kreuzfahrerstaaten gründen. Kaiser von Entremer über dem Meer. Gegen einen heldhaften Legenden sagen, Sunni-Kalifat wird komplett vernichtet. Da war sowieso schon eigentlich komplett vernichtet, egal. Dann werden wir eine jerusalemisch-okzitanische Mischkultur mit den Invasionen Kriegsvolk- und Wüstentaktiken erschaffen. Und wir kriegen mehr Eifer für unsere Religion. Und das wär's dann. Auf geht's, das Königreich der Himmel. Seit dem Aufstieg Mohammeds war die Religion der Muslime eine ernstzunehmende Macht im Osten geworden und eine drohende Gefahr für die Anhänger Christi. Doch dank meiner Bemühungen, das heilige Land zu sichern, ist dies nicht länger der Fall. Ich habe die Ungläubigen von der Mittelmeerküste vertrieben und sie durch die sengenden Wüsten Arabiens gejagt. Ich habe das heilige Kreuz unseres Herrn von Meer zu Meer aufgestellt und ein wahres Königreich der Himmel über dem zerschmetterten Halbmond des falschen Propheten geschmiedet. Möge Gott ihnen Gnade erweisen, denn ich werde es nicht tun. Und damit sind wir ein mächtiger Malik Uf Adal, also eigentlich Kaiser, und haben eine neue Kultur. Und da sind wir. Wir haben eine der seltensten Kulturen oder Kulturinnovationen bekommen, und zwar aus dem Hochmittelalter, die Wüstentaktik. Ihr könnt jetzt die Chasseure, wenn ihr das schafft, anheuern. Wäre sehr starke Verfolgung. Ansonsten nicht übermäßig besondere X-Völker, aber es ist ein sehr besonderes, weil es eben sehr selten zu bekommen ist. Und das kommt durch eben diese Wüstentaktiken. Außerdem seid ihr jetzt verbunden mit der anderen Kultur, was ich ein bisschen blöd finde, weil man nicht selber auswählen kann, was man behält. Ihr seht, wir haben zwischen landwirtschaftlich verloren. Ist nicht gerade ideal, aber
Damit haben wir es geschafft. Wir haben Balduins Erbe gesichert und das Kaiserreich der Kreuzfahrerstaaten gegründet. Wir haben außerdem eine super Nachfolge. Unser intelligenter, athletischer Sohn hat zwei Genies als Kinder bekommen, die beide exzellent sind, um dieses Reich auch weiterzuführen. Und auch gegen das mongolische Reich, das sich relativ schwer tut, ehrlich gesagt, entgegenzugehen. Wir haben 61.000 Truppen und wir können jederzeit weitergehen. Unsere Gebiete sind optimiert. Ihr seht, unsere Kohle ist gigantisch. Wir sind wirklich unschlagbar geworden. Und damit haben wir Balduin, dem Leperkönig, wohl ein Kind geschenkt, was eigentlich unmöglich sein sollte, und den unmöglichen Sieg gegen Saladin. Und ich kann mich nur bedanken fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn ihr mehr Bock auf solche Challenges habt, schaut einfach mal in diese Videos.